Sie kommen daher, als seien sie unterwegs zum nächsten Coup. Tower Hill in Kirby ist ihr Revier. Das Hauptquartier haben sie in den Hochhausruinen aufgeschlagen, dort, wo früher ein paar tausend Menschen lebten. Für etwas Geld würden sie gern einige Scheiben einwerfen, bieten sie an, oder irgendwo ein Feuerchen legen, am liebsten aber ein Auto knacken, weil das doch gute Bilder gibt. Ruf verpflichtet. Vandalismus als Räuber- und Gendarm-Variante. Ihre Zeit verbringen sie hier auf der Straße, weil es sonst für sie nichts gibt. In die Schule gehen sie sowieso nur selten. Irgendwann ein Vater, der seinen Sprössling sucht und böse wird. Der traurige Hintergrund der Geschichte: Tower Hill in Kirby am Stadtrand von Liverpool, das war geplant als Wohnsiedlung wie Netherley. Das war gedacht wie Netherley, als neue Heimat der aus der Innenstadt Vertriebenen. Aber Tower Hill verkam noch schneller. Die hier einzogen, flüchteten nach 6 Monaten. Die Gründe, siehe Netherley. Und Tower Hill Kirby degenerierte zur Hochburg des Vandalismus. Das heißt, jedes 7. Haus in Kirby ist heute durch Gewaltakte beschädigt oder zerstört. Der tägliche Schaden in Kirby durch Vandalismus beträgt fast 5000 Mark. Und noch immer keine Besserung in Aussicht. Und die Arbeitslosenquote beträgt 40%. Tower Hill in Kirby, eine zufällige Begegnung. Ah ja. Hallo. Was bist du? This is for German television. Can you give us some ideas how you are living here, what your problems are? Well, our problems are, it's how it all is a dump. Honestly, that is a right dump. Once you're in it, you can't get out of it. But look at the state of this. We'll call them houses here. No, it's just a dump. All of it's a dump. Dieses Tower Hill ist ein Abfallhaufen, weiß Gott, sagt der Mann, in jeder Beziehung. Wenn du erst einmal drin steckst, kommst du nie wieder raus. Er hat drüben in den Blocks gewohnt, bis dort Feuer gelegt wurde. Das, was er jetzt hat, nennt er Baracke. Was ihn aber am meisten stört, es gibt nichts für die Kinder. Anything for the kids? Anything for the kids? And that's never over, is it? Ich habe gerade eine Fußballmannschaft gestartet, erzählt der Mann, für die Kinder unter 14. Da wollte ich Unterstützung haben, aber glaubst du, der Stadtrat hätte sich gerührt oder der Pfarrer? Er selbst hat 5 Mädchen. Das jüngste ist 2 Jahre, das älteste 10. Have you got a job? No job in Kirby. Natürlich ist er arbeitslos seit 3 Jahren. Du kannst doch in Kirby keinen Job bekommen, sagt er. Er hat als Pförtner im Goldenen Adler gearbeitet, einem Hotel für 20 Pfund die Woche. Nebenan gab es einen, erzählt er, der war arbeitslos, kassierte aber 30 Pfund. Warum habe ich da eigentlich gearbeitet? Der Mann da ist Dockarbeiter, sagt er. And you're still working or? Oh, still working. On Seaforth Container Terminal. Endlich jemand, der Arbeit hat. Seaforth im Containerhafen. Aber hier im ganzen Block sind sie nur 2, die das Glück haben. Fast scheint es, als schäme er sich dessen. There's not very many working. That's all, they're mostly on the dole.